Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Ich möchte euch heute den Aufbau zeigen von einer Kode S45-59. 59 heißt, es ist im Jahr 59 zum ersten Mal auf den Markt gekommen. S45 heißt, es ist 45 cm vom Boden hochstellbar. Ihr kennt also hier die Seitenwand entsprechend. Und das zeige ich euch jetzt, wie die Kode aufgestellt wird, sodass sie schnell und sicher und auch schön steht, ohne viel Aufwand. Einfach aufzubauen. Vom Material her ist die Kode sehr überschaubar. Bei der S45 kommen 8 kurze Seitenschenkel dazu. Die kann man auch einfach aus dem Käsestiel machen. Man braucht entsprechend Abspannschnüre. Und natürlich die Kode selbst mit Abdeckplane und 4 Kodeblätter. Dazu braucht es noch 2 Aufstellstangen, wenn man mit außen 2 Beinen arbeitet. 8 Heringe und 2 Bindeschnüre. In dem Fall, wir verwenden die Pfadfinderseile. Zum Aufbau gehen wir erstmal hin und legen die 4 Kodeblätter so aus, dass die Spitze jeweils in die Mitte zeigt und die Außenkante nach außen von der Kuppel natürlich. Wir legen die so hin, dass die 4 Ecke ein möglichst gleichmäßiges Quadrat ergebe. Denn dann hat die Kode auch die richtige Geometrie und kann fehlerfrei aufgebaut werden. Ihr seht, in diesem Fall verzichte mir darauf, die Kode vorher zu schlaufen. Wenn ich sie vorher schlaufen würde, das wäre auch machbar. Einfacher hat sich für uns jedoch die Variante erwiesen, die Kode erstmal aufzustellen und dann später, wenn sie steht, die Schlaufe zu schließen. Vor allen Dingen bei schlechtem Wetter ist das von Vorteil, weil die Kode schneller steht und ich dann auch im Nachgang im Trockenen arbeiten kann, um die Schlaufe zu verbinden. Wie ihr seht, lege ich mir deswegen die Plane auch richtig rum auf den Boden, das heißt die Außenseite nach oben, die Innenseite nach unten. Und wenn wir das entsprechend vorbereitet haben, dann kann man auch schon ans Abspannen gehen. Die Abspannschnüre mit der Länge von 1,50 haben wir jetzt bereits an der Kodeblätter dran und wir werden die Heringe im Abstand von 50 bis 60 cm von der Kode entfernt in der Bode einschlagen. Wichtig ist, dass die Mitte der Kode und die Öse, an der die Abspannschnur befestigt ist, die Schnur selber und der Hering, dass es eine gedachte Linie ergibt. Je symmetrischer ich hier arbeite, umso schöner steht letztendlich meine Kode nachher. Wenn dann alle 8 Abspannschnüre und Heringe gesetzt sind, kann ich bereits die seitliche Aufstellstäbe mit 45 cm Seitenlänge unter die Ösestelle. Dadurch ergibt sich jetzt dann gleich eine Wanneform von der Kode, das heißt die Seitenwand, die steht schon und die Mitte liegt noch auf dem Boden. Auch hier zahlt sich exaktes Arbeiten aus, also wenn ich die Stange immer an ihren richtigen Platz stelle, so dass sich auch wieder ein gleichmäßiges Achtecker gibt, dann spannt sich die Kode nachher schön auf.
Man könnte auch, wenn man mit der Hering- und Abspannschnüre mit der richtigen Entfernung und richtige Länge von der Seile arbeitet, auf die Seilstäbe verzichte. Aber gerade für einen Einsteiger in die Thematik ist es einfacher, mit der Stange zu arbeiten. Ihr seht hier, spanne mir das Ganze nochmal einen Tick nach. Aber es sollte auch nicht zu straff sein, wenn ich den Rand zu straff spanne. Dann erreiche ich zwar etwas größere Grundfläche von der Kode, aber man sieht dann nachher, dass die Wände nicht mehr steil hochgespannt sind, sondern nur noch so eine Parabelform letztendlich ergebe. Und das gilt es eben zu vermeiden. Also lieber die Seitewand etwas lockerer lassen. Als nächstes setze mir das Kodekreuz ein. Auch hier verzichte man auf den üblichen Bund am Kodekreuz. Eine einfache Schlaufe mit dem Seil, das reicht noch aus, um die zwei Balken zusammenzuhalten. Das fertige Kodekreuz wird jetzt hier mit der Metallknebel durch die Öse befestigt. Ein eigenes Kodekreuz, was ich selber aus zwei Stücke gebaut habe, würde man hier mit etwas Bindeschnur an der Öse befestigen. Auch da ist ein Zusammenhalt durch das Seil nicht zwingend erforderlich, eine einfache Schlaufe drum reicht. Von der Aufhängung her wäre mir die Schlaufe eben um das Kodekreuz lege und dann nochmal eine Achterschlinge reinknüpfe mit ungefähr, ich sag mal, 40 cm Abstand, also dass die Schlinge so mit 40 cm Spiel nachher über dem Kodekreuz hängt. Und das seht ihr dann gleich, das wird dann nachher in die zwei Kodestangen einfach nur eingehängt. Auch da wird nichts mehr gezogen oder hochgestemmt oder an der Seillänge gearbeitet, sondern wir haben da richtig das fertige Maß und dabei bleibt es dann auch. Wer gerne Abdeckplane über seiner Kode hat, der tut sich leicht, wenn er das jetzt einfach schon auflegt und die Plane schon ordentlich übers Kodekreuz legt, die Schnüre schon angebracht hat und die dann einfach nach Hause fallen lässt, dann kann man später, wenn die Kode steht, ganz bequem seine Rauchlochabdeckung abspannen und man kann sie auch von außen dann wieder öffnen. Wenn ich jetzt lüften will oder wenn ich den Rauch rauslassen muss, weil ich ein Feuer in der Kode habe. Wir verwenden hier ein Zweibein außerhalb der Kode. Das ist eine gängige Variante, die mir sehr für praktikabel halte, die auch schön aussieht. Gebunden wird dieses Zweibein mit einem ganz einfachen Bund. Es wird mit einem Zimmermannsklang auf einer Seite festgeschlagen, das Seil, und dann immer mit einer 8 um die beide Stangen rum. Nach 3-4 Windungen nochmal zwischen der Stange durch, um das Ganze etwas zu straffen und straff zu ziehen. Gerade bei etwas glatterer Stange ist es von Vorteil, je straffer der Bund sitzt, umso besser hält dieser auch. Nachher durch das Verdrehen der Stange spannt der sich auch wieder. Und zum Abschluss kommt hier einfach, ich sage immer, so ein falscher Mastwurf. Im Grunde sind es ein paar halbe Schläge drauf. Dann ist hilfreich, eine zweite Person zu haben. Mit etwas Kniff und Tricks und Lauferei geht es auch alleine. Aber hier, wenn jeder eine Stange nimmt und man dann die Schlaufe vom Kodekreuz in die eine Stange einhakt, dann kann man mit zwei Personen über die Diagonale die Kode jetzt mit einem Handgriff nach oben stemmen. Dazu braucht es nicht besonders viel Kraft. Wenn man schlanke Stange nimmt, reicht es völlig aus.
Und ihr seht, die Bode steht jetzt schon recht akkurat. Jetzt kann man nochmal, wenn man die Spannung noch etwas justieren möchte, kann man etwas Nachhilfe an der Seite, um einfach eine schöne, steile, gerade Bode dann hinzubringen. Die Abdeckplane kann jetzt außen entsprechend eingebracht werden. Das Einzige, was uns da noch bleibt, ist letztendlich die Kode von innen zu schlaufen. Drei Seiten würde man zumachen und eine auflassen. Und dann ist Trautes Heim, kann man einziehen. Ja, dann sage ich Dankeschön, dass ihr euch unser Video angeguckt habt. Wenn ihr mehr von Jodeland sehen wollt, abonniert einfach unseren Kanal auf YouTube. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.